Adore wird das nächste Stück sein, das wir von der Singgemeinschaft hören. Adore, das nichts anderes bedeutet als anbeten. Im Englischen adorable bedeutet auch, dass etwas lieb ist, dass es manchmal eben wie ein kleines Kind ist. Und das haben auch die Leute damals angebetet, als sie im Stall von Bethlehem diesen Neugeborenen gesehen haben. Sie haben nicht ein Kind angebetet, sondern das, was in dieser Nacht geschehen ist, die Liebe, die Gott uns Menschen schenkt. Und sie haben es angebetet ohne Worte. Es war etwas Unfassbares, etwas, das unser kleiner Verstand nicht fassen kann. Deshalb waren sie auch erstaunt, vielleicht auch ein bisschen verwirrt. So, als wäre all das, was geschieht, surreal. Und doch war es ganz Wirklichkeit. Gott war hier. Gott schenkt Staunen. Und genau dieses Staunen ist es, das wir als Gänsehaut in unserem Körper spüren. Wenn sie über den Rücken huscht und uns kurz erzaudern lässt. Dieses Staunen haben wir ganz stark verlernt. Zwischen dem neuen Jahr und dem ersten Adventwochenende. Da haben wir es irgendwo auf dem Weg liegen gelassen. Wir staunen schon, ja, über die angestiegenen Preise. Wir ärgern uns darüber. Wir staunen über das Wegbleiben, über das Ausbleiben eines Telefonats mit einer lieben Freundin, mit der Tochter, mit dem Schwiegersohn, mit dem Vater. Aber ich meine nicht dieses Staunen, nein. Ich meine ein zig Verwundern. Das ist aus dem Niederländischen und es bedeutet so viel wie sich über ein Wunder freuen. Über dieses Staunen der kleinen Dinge im Leben. Staunen, weil tatsächlich an einer geschützten Stelle noch eine Rose blüht. Staunen, dass ich meinen Nachbarn auf der Bank spüre, obwohl ich ihn gar nicht berühre. Vielleicht ist Gott auch manchmal über uns erstaunt, dass wir uns oft so schwer es machen, die Dinge einfach leicht zu leben. Manchmal machen wir einfache Sachen kompliziert und es könnte so einfach sein, würden wir schlicht und ergreifend vertrauen, wenn wir hinter die Kulissen blicken und ihn, Gott, der Staunenswertes vollbringt, wirken lassen. Und deshalb lädt uns dieser Neugeborene, als er dann in der Öffentlichkeit auftritt, ein, wie Kinder zu werden, die nicht viel nachdenken, die nicht verkopfen, sondern sich berühren lassen und einfach staunen. Die es einfach für wahr halten, die einfach geloben. Gehen Sie in dieses kindliche Staunen. Staunen Sie über die Höhen und über die Tiefen, über die Bässe und über die Sopranistinnen, über die kurzen Staccatos und über die lang ausgehaltenen Noten. Staunen Sie mit uns und erfreuen Sie sich an dem Wunderwesen Mensch und all seinen Talenten. Adore, Weihnachtswiegenlied und der Andachtsjodler. Alleine bei dem Wort läuft mir die Gänsehaut hinunter.